Achtung, aussteigen. Wir machen ein Schild hier hin und jetzt können wir ein Schild so hinsetzen. Bitte. Und jetzt machen wir schicker. Komm, das kriegen wir noch viel besser designt hin, indem wir uns ein. Nee, das können wir doch nicht. Schon gut, hab nichts gesagt. Wie können wir das denn besser designen? Wir können es besser designen mit ein Structure Void. Give the Geocraft. Der Structure Void ist wirklich so ein richtiger, geniales Bauteil. Wenn ich das nämlich jetzt hier hinsetze, ist ein Block da, ihr seht, und an dem Block kann ich ein doch nicht? Okay, vergiss es. Wasser kann er abhalten, aber nicht ein Schild. Okay, gut, dann machen wir so ein Schild hier hin und hier kommt auch ein Schild hin. Und dann jetzt hier so und jetzt bitte jetzt aussteigen. Und jetzt mache ich noch ein paar Pfeile, damit man sieht, wohin man aussteigen soll. So, fertig. Schon sieht es nett aus. Und das Ding sollte nun die Boote zerstören. Jetzt ist noch ganz wichtig, wie werden die Boote neu gespawnt? Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Technik bauen. Die Technik ist glücklicherweise, was das angeht, sehr, sehr einfach. So, ihr seht, also man kann die Wasserrutsche runterrasen und dann bleibt man hier unten hängen. Ne? So, und das Boot wird jetzt automatisch gegen Kaktus und ich kann jetzt aussteigen. Und während ich ausgestiegen bin, läuft das Boot hier weiter Richtung Kaktus. Und 3, 2, 1, arrivederci. Weg ist das Boot. Boot wird eingesaugt über Trichter und landet hier. Muss jetzt natürlich wieder zurück nach oben gebracht werden zu diesem Spender da oben. Ne? Sehen wir ja hier. Und das können wir so machen, dass wir erstmal den Spender überhaupt von einer Seite aus grabbeln. Wir müssen irgendwie an den Spender drankommen. Ich hab gerade so eine richtig coole Idee, um ehrlich zu sein. Leute, wir machen einen coolen Freizeitpark. Wir machen ja keinen lame Freizeitpark. Wir wollen einen. Ah, nein, das ist. Jetzt kann ich die Wasserrutsche neu legen. Dürfte ich bitte einmal einen Hashtag Fail im Chat haben? Dankeschön. Grrr. Wie macht der Bär? Grrr. Failt bitte einmal den ganzen Chat zu. Macht Fail, 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 Fail. Das dürft ihr alle einmal so richtig rausposaunen. Egal. Können wir das gleich nochmal neu machen. Ah! Dame! Okay, gut. Verdient. Ist er auch irgendwie verdient. Ist mein eigenes Pech. Hallo an die neu zugeschalteten Zuschauer. Wie geht's euch? Yay, The Geocraft hat gerade Mist gebaut. Freu mich doch jedes Mal. Wie alt bist du, fragt Konstantin. Okay, ich muss was dagegen machen. Es ist keine Chance mehr. Ich muss was dagegen machen. Ihr zwingt mich ja dazu. Ihr zwingt mich ja dazu. Ne? Keine Ausrede. Wenn ihr mich dazu zwingt, habe ich keine andere Wahl. So. Ist er jetzt komplett verrückt geworden? Ja. So. Eure Schuld. Eure Schuld. Also. Sollte noch jemand einer im Chat fragen, wie alt ich bin, dann muss ich mich jetzt nur noch umdrehen. Okay, gut. Dankeschön. Weiter geht es. Dann kann ich nämlich jetzt Folgendes machen. Meine Idee ist, das Boot, wir können ja einen Spender hier unten machen. Ja, aber das wäre ja total langweilig. Das Boot soll cool kommen. Das soll so von hier oben so runterkommen. Das ist so eine Idee, die ich gerade habe. Wenn ich die Idee habe, dann lässt sich nichts dagegen machen. Habt ihr Pech. Haben alle Pech. Weil wenn ich mir einmal eine Idee in den Kopf setze, dann wird die Idee umgesetzt. So. Okay. Fein. Einen kleinen Moment mal ganz kurz. Okay. Jetzt können wir das Dach, glaube ich, hier wegkloppen. Ja, sehr schön. Das Boot soll hier runter landen. Okay. Können wir das nämlich so machen. Und wir quasi integrieren dieses Häuschen zu dem, was wir hier quasi hier brauchen für. Ich sehe gerade im Chat, alle fragen, wie alt ich bin. Da. Die Antwort ist da oben. Da. Da.
So, ich muss jetzt da, glaube ich, 200 mal hingucken. Also Achtung, 200 mal hingucken. Achtung, fertig. Ah, okay, das sollte 200 mal sein. Für jeden, der gerade gefragt hat, wie alt ich bin. So, und jetzt hört auf damit. Nicht lustig. Warum wollen das eigentlich mal alle wissen, wie alt ich bin? Klinge ich denn noch so jung oder klinge ich denn so alt? Beides spricht nicht für mich, oder? So, okay. Also, wie wird das Häuschen zusammen so nachher gucken? Aber das ist ja meine, die Idee ist ja erstmal cool, dass so ein Boot quasi da reinkommt. So. Also kommt der Schmetterling hier oben. Und das Schöne ist, jetzt kannst du nämlich keine Boote mehr stehlen. Meine Sorge war nämlich, dass irgendwie ein paar lustige Minecraft-Spieler auf die brillante Idee kommen, da ein paar Boote zu stehlen. Einfach so, hey, ich nehme jetzt ein Boot weg. Hey, weil ich lustig bin. Hey, weil ich es kann. Nicht lustig. Nein. Nicht. Ist sich hier nicht lustig. War okay. Wo ist Wasser? Da ist Wasser. So, es ist langsam alt, der Witz. Ha! Flachwitz. Weißt du was? Wir müssen mal anfangen mit dem Flachwitz. Pass auf. Heute kommen echt die geniale Ideen. Liebe Leute, ihr bringt mich auf brillante Ideen heutzutage. Also, was wir jetzt machen, ist was ganz Besonderes. Ich setze jetzt hier oben eine Kiste hin. Und einen Trichter. Und diese Kiste hat eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar für jeden Flachwitz, den wir haben. Ja? Kommt hier ein Redstone rein. Warum? Weil der Redstone so flach ist. Okay, also für jeden schlechten Flachwitz kommt da ein Redstone oben rein. Okay, den wir jetzt noch weiterhin haben werden. Vielleicht lese ich ein paar vor, wenn ihr die in den Chat schreibt. So, also Flachwitze im Freizeitpark. Das war nicht flach. Erinnert mich dran, falls ich es vergesse. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir mit dem Freizeitpark fertig sind, wie viele Redstones da oben in der Kiste drin sind. So, also. Ein Block hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Wasserquelle, muss hier sein. Und hier sein. Okay. Dann muss jetzt noch hier was in den Berg geführt werden. Das ist gut, dass wir den ganzen Berg als Platz haben. Und jetzt habe ich gerade selber, muss ich nochmal selber überlegen. Wir brauchen Glowstone. Wie heißt dein YouTube-Kanal? The Joecraft heißt mein YouTube-Kanal. Er hieß mal früher The Joe Minecraft und jetzt heißt er The Joecraft. Weil ich es kann. Okay. Wir brauchen außerdem noch ein Binöppel. Jetzt muss ich mir gerade. Ich muss jetzt leider einmal in den Chat gucken, weil jetzt schreibt ihr die ganzen Flachwitze. rollt eine Kugel um die Ecke und. So, wir ziehen. Okay, eure Witze. Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Was ist ein Flachwitz? Nee, was ist flacher als ein Flachwitz? Keine Ahnung, spieß auf. Warte, ich muss erst. Genau. Schwimmen zwei Fische gegen eine Mauer, sagt der eine zum anderen, verdammt. Laufen zwei Körner durch die Wüste, sagt das eine zum anderen, ich glaube, wir werden verfolgt. Haben wir noch welche? Nein, das ist unanständig. Nicht lustig, das ist nicht lustig. Also Leute, euren Humor möchte ich auch mal gerne haben. Schnitzel, Flachwitz. Was sagt ein Skelett vorm Essen? Bon Appetit. Ha! Oh. Geht ein Fritzchen um die Ecke. Was fehlt? Die Ecke. Vorsicht, er kommt flach. Der ist unanständig. Warte, jetzt muss ich auch noch einen erzählen. Ich erzähle auch noch einen. Und zwar, warte, wen erzähle ich? Ich erzähle jetzt auch noch einen Witz. Und zwar, genau. Mami, der Adventskranz brennt. Aber mein Schatz, das heißt doch, der Adventskranz leuchtet. Okay. Mami, guck mal, jetzt leuchten sogar schon die Gardinen. Wie viele Ecken hat eine Kurve?
back dir ein Eis im Ofen. Ich brauche noch eben mein Pulver auf. Achtung, Füße hoch, Flachwitz. Wie alt bist du? Was ist 1000 km/h und rast die Straße runter? Leute, ihr müsst den ganzen Flachwitz reinschreiben. Wie heißt ein Elefant am Computer? Ein Praktifant. Ah. Okay, wir lassen es sein. Erinnert mich dran auf jeden Fall, falls ich es vergessen sollte. So, wir brauchen Pinöppel an der Stelle. Wir wollen ja auch mal vorankommen, Leute. Haltet mich hier nicht vom Arbeiten ab. Ihr seid ja wirklich ganz schlimm so. Das ist ja... Haltet mich nicht vom Arbeiten ab. Wenn wir hier nichts schaffen, dann ist das eure Schuld und nicht immer meine Schuld. Gebt mir hier nicht immer die Schuld dafür, dass wir hier alle nichts schaffen, dass wir nicht vorankommen. So. Wir brauchen nochmal hier so eine Slab. Nee, die Slab setzen so. Und zack, zack, zack. Nein. Nein, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil, pass auf, ich dachte, das wäre so. Dann ist das auch so. Wenn ich sage, das ist so, dann ist es auch so. Und jetzt, pass auf, jetzt können wir nämlich dieses neue Item brauchen. Und zwar Give the Geocraft Structure Void. Das ist nämlich dieses besondere, wahnsinnig coole Item. Ein Structure Void Block. Und mit dem ich jetzt, ihr seht, wenn ich den hier hinpacke, mit dem kann ich Wasser im Zaun halten. Das ist total cool. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wird denn das Boot gespendet? Also wie kommt es aus dem Spender raus? Und wie kommt es aus dem Spender raus? Die eine Frage können wir so lösen, mit dem Schalter darunter. Und die andere Frage werden wir gleich sehen. Ich kriege jetzt meine Augen gar nicht mehr vom Chat runter, ehrlich. Wegen diesen ganzen lustigen Witzen, die hier die ganze Zeit hier kommen. Leute. So, ihr seht, das Boot fährt nämlich jetzt so. Ihr solltet in der Mitte stehen bleiben. Ja, sehr cool. Sehr gut. Aber das Problem ist nur, später wird hier noch Wasser hier unten sein. So, zack, 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 zack. Hier ist Wasser. Buddli, 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 buh. Buddli, buh, buddli, buh. Ja, das funktioniert jetzt ja mehr oder weniger gar nicht. Das könnte man auch noch optimieren, würde ich mal sagen. Das ist doch schon viel besser. Okay, so, das Boot kommt von hier. Da drin. Chup, chup. Und bin mal gespannt, wo es jetzt landet hier. Ah, jetzt hab's angestoßen. Ich hab's angestoßen. Ja, ist meine Schuld, ich weiß. Sorry. Tut mir leid. Was haltet ihr von einem Livestream in Zukunft mal, wo ich meine alten Videos gucke und im Scham versinke? So. Typ. Ja, das Boot, genau, das hält ziemlich gut, das Boot. Das hält nämlich jetzt so, dass man hier an dieser Stelle echt gut einsteigen kann. Also es ist quasi hier der Einstieg, ne? Und wir machen das ganz elegant. So machen wir das elegant. Und das wäre schon mal sehr, sehr gut. Das brauchen wir, den Glowstone, der muss hier sein. Aber wir können hier wieder so was hinlegen. Kann ich das hier kaputt machen? Brauchen wir nämlich nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Aber die Trichter brauchen wir natürlich noch. Okay, gut. Bau mal bitte ein Gruselhaus. Lieber Nick, wir haben schon ein Gruselhaus im Freizeitpark. Wer von euch im Chat kennt noch nicht das Lane Life Gruselhaus im Freizeitpark? Möge sich bitte einmal melden. Dann gibt es etwas auf die Nüsse. Nein, dann zeige ich es. Wenn sich zu viele Leute melden, dann zeige ich das. Falls euch das zu stupide wird, was wir hier die ganze Zeit machen, also falls euch das nicht interessiert, die ganze Zeit jetzt hier so an dieser Wasserbahn zu bauen, könnt ihr natürlich abschalten. Natürlich. Oder ihr schreibt es im Chat, dann vielleicht können wir vielleicht dann auch mal eine kleine Auszeit machen und vielleicht ein paar Attraktionen fahren oder so. Ist bestimmt geil. Flachwitz sitzen zwei. Nein. Den lese ich nicht vor. Meine Güte.
Was habt ihr alle für einen versauten Humor? Ich muss mal mit euren Eltern reden. Das geht gar nicht. Wirklich. Nein, alles gut. Ist vollkommen okay. Solange ihr wisst, was ihr wisst. Was? Solange ihr wisst, was ihr da tut, ist ja noch alles gut. So, jetzt haben wir schon mal die Möglichkeit, da ein Boot hinzuschicken. Das sieht cool aus. Aber jetzt bin ich ja The Joecraft. Und ich gebe mich mit sowas nicht ab. Mit sowas würde ich mich nicht abgeben, weil... Das sieht aber total fürchterlich langweilig so aus, oder? Obwohl, sieht nicht langweilig aus. Finde ich schlecht. Okay, es gibt tatsächlich einige Leute, die die Geisterbahn nicht kennen. Was? Okay, dann sollte ich tatsächlich mal kurz die Geisterbahn von Layla fahren, weil die ist echt irre. Das wissen wirklich viele Leute nicht, die sich auch den Freizeitpark gedownloadet haben, weil man findet ihn nicht. Also, hier ist der Eingang, ne, und ihr müsst halt reingehen und ihr müsst jetzt in Game Mode gehen, weil jetzt müsst ihr runterfliegen. Fliegt immer weiter geradeaus runter, ja, bis ihr in die letzte linke Ecke des Freizeitparks kommt. Und dort ist die Geisterbahn. So, und ich kenne die Geisterbahn schon mittlerweile richtig gut. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir mal clear und wir schauen uns die Geisterbahn mal an. Von Lane Life. Aber erschreckt euch bitte nicht. Wenn ihr euch erschreckt, könnt ihr es hier schreiben im Chat. So. Wir fahren jetzt mit der Geisterbahn. Es ist immer was Besonderes, mit einer Geisterbahn zu fahren. Wenn es vor allen Dingen so leise ist. Und wir nicht wissen, was passiert. Tatsächlich, wir fahren irgendwie, es ist dunkel und wir wissen nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn? Wackeln. Oh, ein Friedhof. Ist da was drin? Ist irgendwo etwas drin? Und ein Clown. Oh nein, wir kommen auf den Clown zu. Nein. Clown, nicht essen, nicht... Und es geht immer noch weiter. Wir fahren in Lava rein. In Lava. Rein in die Lava und... Doch, nicht in die Lava. Okay. Alles klar. Es geht weiter, hier hoch. Noch ist alles gut. Wir müssen uns keine Sorge machen. Hier hoch. Hier herein. Aber es ist alles gut. Oh, ein Pferd. Oh Gott, was macht das jetzt? Es verfolgt uns. Hinter uns her. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, was ist, wenn es uns kriegt? Wenn es dieses Pferd kriegt, dann. Oh nein, es ist ein Skelettpferd. Es wird uns auffressen. Ah, hinter uns her. Warte mal. Weg. Du willst uns nicht fressen. Oh. Okay, wir haben Abstand gewonnen. Es passiert nichts. Es wird nichts passieren. Wir werden das überstehen. Nein, wir werden es überstehen. Weg, bleib weg. Husch. Geh weg. Okay, nein. Eine Sackgasse. Bitte nicht. Oh nein, das kommt auf uns zu. Oh. Und das war doch nicht so. Naja, immerhin. Ich dachte schon, irgendetwas. Schon ist passiert! Oh nein, es ist nur ein. Okay, es ist immerhin nur ein Skelett, wo es hier runter geht. Und jetzt geht es hier runter. Ein Kürbis, der uns frisst. Oh, meine Güte. Jetzt diese Jumpscares sein lassen. Wirklich, das ist ja fürchterlich. Okay, es geht weiter. Es geht nach wie vor weiter. Hat das denn hier ein Ende? Was jetzt? Es ist immer noch dunkel. Wir sind in einem Gang und die Türen klappern und wir wissen nicht, was passieren wird. Es kann sein, dass jeden Moment irgendwas einschlägt. Eine Falle wird sich plötzlich aktivieren. Und wir alle erreichen das Ende. Okay, so. Und? Zu viel versprochen? Oder lohnt es sich doch, diese Geisterbahn? Ah. Ich wollte mal gucken, nicht, dass ich das jetzt zu laut eingesprochen habe. Gut, wer von euch hat sich erschreckt? Beziehungsweise, ich kenne jetzt ja die Geisterbahn. Das heißt, ich wusste genau, wo eine Falle ist und wo es mal
ne, wo mal was passiert und wo man mal laut werden kann. Ich habe mein Mikrofon gerade ein bisschen lauter gestellt, um auch euch ein bisschen Angst einzujagen. Nein, Entschuldigung, habe ich nicht gemacht. Aber hat es denn vielleicht geklappt? Sei trotzdem eine mega coole Geisterband. Wirklich 0 Command-Blöcke, 0% Command. Auch hier zum Beispiel am Anfang, dieses ist so ein einfacher Trick, aber sowas von wirkungsvoll, weil du erwartest es einfach nicht, wenn du hierher fährst, dass plötzlich da ne, sowas runterkommt. Und das ist wirklich eine so brillant, sehr gute Leistung. Also lieber Lane Life, großes Kompliment an dich da. So, hier die Antwort auf die Frage an diejenigen, die gefragt haben, wann ich Geburtstag habe. So, aber wir müssen uns nicht erschrecken. Von Geisterbahn geht es zu Kinderspielplatz. Wir sind immer noch bei der Wasserbahn beschäftigt. Die Idee war ja, so einen kleinen Kinderspielplatz hier auf dem Abhang zu bauen. Wasserbahn haben wir schon mal. Jetzt müssen die Boote nur noch nach oben gebracht werden. Das ist relativ einfach. Und die Technik dazu werde ich euch jetzt zeigen. Ich werde die Technik dazu mit orangenem Terrakotta bauen. Und für diejenigen, für die das zu schnell geht, und ich nehme mal hier so einen von diesen neuen Blöcken, jetzt immer die Frage, wenn ihr möchtet, kann ich dazu ein Video machen. Also kann ich nochmal erklären, wie das funktioniert, diese Technik, die ich jetzt baue. Und zwar ist das eine einfache Möglichkeit, Items recht schnell von A nach B zu bewegen. Ich glaube, ich habe dazu sogar schon mal ein Video gemacht. Das ist aber irgendwo untergegangen auf meinem Kanal. Da werde ich nochmal ein ordentliches Video zu machen. So, auf jeden Fall die Möglichkeit, Items dort hochzubringen, ist jetzt folgende. Wir müssen hier oben eine Empfangsstation bauen, die quasi die Items empfängt. Mit anderen Worten, wir packen jetzt mal hier so einen Redstone-Comparator hin, gehen dann hier hin, ne? Nein, doch, vielleicht, nein. Aber so und so, das passt hier gerade eben hin. Hier kommt eine Fackel hin, hier kommt ein Dings hin. So, und was macht diese Technik? Solange sich Items in dem Trichter hier befinden, ist der Komparator hier an, gibt einen Stromoutput, der geht in den Block hier, macht die Fackel aus und der Redstone geht aus. Was habe ich davon? Dadurch würde diese Schiene ausgehen. Das heißt, wenn jetzt ein Minecart kommt, welches ein paar beispielsweise Boote in sich drin hat, dann würde das Minecart dort ordnungsgemäß erstmal anhalten. Das kann ich euch mal eben kurz zeigen. Also ich belade jetzt mein Minecart mal mit Booten. So, wir sehen, zack, die Boote kommen rein. Ich stupse es mal an. Ihr seht, es bleibt stehen. Und erst wenn es komplett abgeladen hat, dann fährt das Minecart erstmal hier ins Nirvana rein. So. Okay. Und das Ganze ist die Möglichkeit, wie wir das jetzt refillen. Und jetzt müssen wir natürlich noch den gleichen Spaß hier unten machen. Hier unten muss eine Minecart Fährladestation bauen. Das war gerade die Abladestation. Bei der Fährladestation habe ich auch ein cooles Design. Das habe ich mal so mal auch entwickelt nach einer Zeit lang. Das ist ganz einfach, das Design. Und zwar müsst ihr als erstes einen Trichter dazu nach unten laufen lassen. So, ihr seht, der Trichter geht nach unten. Geht dann ein paar Blöcke runter und ich wollte das doch mit hier hellblauen Beton bauen. So. Und so müsst ihr das bauen. Also ihr geht quasi, ihr baut das mal so 1:1 nach, wie ich das quasi habe. Aber keine Sorge, ich werde ein Tutorial dazu machen. So. Kommt der weg, dass hier sowas entsteht. Ne? Also ihr seht, ihr baut quasi so ein 3x2 und dann kloppt ihr das so weg, dann sieht das so aus. Dann geht ihr so zur Seite und nehmt euch nun Schienen. Und zwar nehmt euch eine Detector Rail, normal, ihr nehmt euch quasi alles mögliche an Schienen, außer die Aktivierungsschiene. Hier kommt eine Knopfschiene hin, hier kommt eine normale Schiene hin, hier kommt eine normale Schiene hin und dann kommt ab hier eure Hauptschiene, die ihr natürlich dann irgendwie mit Strom versorgen müsst. Ich empfehle immer per Block im Boden. Nehmt euch dann einen Sticky-Kolben, den ihr so hier hinsetzt, beziehungsweise so hier hinsetzt und einen Glaskolben. Einer fragt gerade, wann gibt es die Testwelt zum Downloaden? Ihr habt die Testwelt schon zum Download. Das heißt, ihr könnt euch die Testwelt schon downloaden, einfach auf meinem Kanal suchen. Mark Aurel Wielzin, ich kann das nicht so gut lesen, ist ein bisschen weit weg hier von mir, fragt, warum ich THC heiße. Ich hieß früher, na gut, das ist die Geschichte kann ich immer wieder erzählen, weil sie auch irgendwo ein bisschen lustig ist. Ich hatte früher mir mal so Videos auf YouTube angeguckt. Früher hatte ich auch so Minecraft angefangen, wahrscheinlich wie ihr auch so, guckte ich Videos auf YouTube, weil ich das ganz spannend fand, irgendwie so, wie was machen andere Leute in Minecraft, das gab es schon früher. Und dann dachte ich so, gut, ich müsste mal Videos kommentieren, musste einen YouTube-Kanal machen und ja, der super geniale Name, den ich mir da als Kiddie dann überlegt habe, war dann, ich nenne mich Yo Minecraft. Jo, wie so, Josef Minecraft und dann Yo Minecraft, Yo, ne, so gedacht, das wäre cool, war natürlich nicht cool, aber war auch schon vergeben und YouTube hatte dann früher so Vorschläge und YouTube schlug dann vor, möchten sie sich vielleicht The Yo Minecraft nennen und ich dachte so, ja, das ist eine gute Idee, dann nenne ich mich ja The Yo Minecraft und dann kam ich auch irgendwann später an einen Minecraft-Account, damals hatte ich noch keinen guten Laptop und so, mit dem was machen konnte, hat den Minecraft-Account bekommen, dort nannte ich mich dann im Spiel auch The Yo Minecraft. Und dann habe ich irgendwann selber auf YouTube angefangen, Videos zu machen, habe gemerkt, dass ich dafür kein Talent habe und habe sofort auch wieder sein gelassen.
alle Videos gelöscht. Und ja, irgendwann später, dann habe ich doch wieder mal weitergemacht mit YouTube, so in der Schulzeit, ne? Dachte so, komm, ein bisschen Langeweile hast du schon jetzt, dann mach mal YouTube. Habe ich YouTube auch gemacht und siehe da, ein paar Leute interessiert es nicht für meinen Kanal. 70, 80 Abonnenten, mehr hatte ich damals auch nicht. Und dann, ja, baute ich die Redstone World. Stellte sie erstmal vor. Und viele Leute interessierten sich dann plötzlich für meinen Kanal und fanden das ganz spannend, was ich da mache. Und dann dachte ich, gut, okay, so Minecraft und Redstone liegt mir irgendwie, möchte ich mehr Videos zu machen. Möchte ein bisschen rumforschen, experimentieren und dazu. Ja, und das ist jetzt mein Freizeitspaß hier, ein großer Freizeitspaß. Und dann habe ich den Freizeitpark irgendwann einfach so angefangen, weil ich auf die Idee kam, einen Freizeitpark zu bauen mit dem IMS-System und so. Und viele Leute interessierte der Freizeitpark. Das war offensichtlich eine ganz interessante Idee, die viele Leute cool finden. Und ja, aus dieser Idee ist das geworden, was wir jetzt gerade hier haben. Mittlerweile gigantisches Redstone-Monster. Meine 9. Sinfonie quasi. Ja, und irgendwann dann ist mein YouTube-Kanal gewachsen und recht groß geworden, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Also ich kann es selbst, also mittlerweile glaube ich es ja natürlich, aber ich bin selbst immer noch ein bisschen ja, schockiert schon, kann man sagen, über diese Menge an Leuten. Ich meine, 70.000 Abonnenten, das ist jenseits der Vorstellungskraft meinerseits. Also Automann, großes Dankeschön da an euch. So, auf jeden Fall wuchs halt alles immer größer und dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, von Natur auch aus. Ich habe gesagt, dann lasse ich das mal rechtlich überprüfen. Also habe ich dann Anwaltskanzlei angeschrieben, gefragt, jo, könnt ihr denn mal gucken, ob das denn überhaupt rechtmäßig ist, was ich da auf YouTube mache. Ich habe keinen Bock, dass nachher irgendjemand sagt, so, nö, das darfst du nicht machen und dann gibt es Ärger und so. Und ich brauche diesen Ärger nicht, kann ich nicht gebrauchen aktuell. Habe es überprüfen lassen und dann habe ich tatsächlich gemerkt, in den AGBs von Mojang steht, dass man Markennamen nicht aufbauen darf, die Begriffe Minecraft und Mojang mit in sich drin haben. So, diese Regeln wurden allerdings zu einem ganz späten Zeitpunkt erst eingeführt, beziehungsweise ich habe meinen Namen, Theo Minecraft, erstellt, noch als es diese Regel noch gar nicht gab. Mit anderen Worten, theoretisch könnte ich weiterhin Theo Minecraft heißen, ohne Gefahr zu laufen, dass was passiert, weil erstens dieser Name damals die Regeln gar nicht mehr verboten haben, diesen Namen zu machen. Und zweitens Mojang ja diesen Namen akzeptiert hat, weil ja mein Minecraft-Name, Theo Minecraft, bereits von Mojang legitimiert worden ist. Trotzdem habe ich dann gesagt, komm, ich bin ja Fan von Mojang und ich will denen jetzt ja auch nichts. Ne? Nicht, dass da Mojang sagt, was will der Typ da? Deshalb habe ich gesagt, mache ich es ganz einfach, streiche das meine aus dem Namen und schon haben wir The Joecraft. Lange, lange Geschichte für so einen kleinen Namen, aber ich finde den Namen The Joecraft echt cool, denn The Joecraft kannst du ja übersetzen auf Deutsch wie die Kunst des Joes, beziehungsweise die Kunst des Josefs. Weil Craft ist ja so ein Begriff für Kunst auch. Ne? Craft ist ein vielseitiger Begriff. Und The Joecraft muss nicht nur Minecraft heißen, sondern kann auch vieles andere heißen. Deshalb habe ich auch zum Beispiel, das wissen viele von euch gar nicht, ich habe ja einen Musikkanal jetzt geöffnet und ich werde bald Tutorials machen, wenn ich mal Zeit dafür finde. Aber ich habe schon ein paar Folgendes gemacht. Wenn ihr YouTube-Videos macht und ihr braucht Musik für diese YouTube-Videos, könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal kostenlos Klavierlieder downloaden. Und die dürft ihr kostenlos in euren Videos verwenden. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr da Ärger kriegt oder so. Ihr könnt die ganz einfach downloaden als MP3, könnt sie in euren Kanälen und so benutzen, diese Musik. Es gibt nur eine einzige Bedingung, ihr müsst in die Videobeschreibung oder im Video oder bei beiden schreiben, dass die Musik von mir ist und meinen Kanal dorthin schreiben. Mehr nicht. Ansonsten dürft ihr die Musik kostenlos verwenden. Das sind von mir komponierte Klavierlieder. Und wenn ihr die finden wollt, gebt ihr auf YouTube ein The Joecraft Leertaste Zweitkanal. Aktuell habe ich noch keinen Namen für diesen Kanal, der wird später mal einen Namen bekommen. Und ich habe zwei Lieder da hochgeladen, gedenke jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar neue Kompositionen von mir hochzuladen. Das sind sehr, sehr einfache Klavierlieder, die trotzdem sehr schön, Schlick auf, Entschuldigung, sehr schön klingen und ich glaube, das könnte was für euch sein. Was macht ein Millionär auf dem WC? Das Geschäft seines Lebens. Ja, sehr gut, lieber Ramon Zuliger. Ich muss mal eure Namen besser lesen können. Dafür gibt es noch mehr Redstone. Ha. Was wäre Minecraft in 2D? Ein sehr flaches Spiel. Okay, wir lassen es sein. Okay, wie oft habe ich jetzt okay hintereinander gesagt? Könnt ihr mal zählen?